Die Reise geht los und zwar geht es nach Kos. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Es tut mir leid, ich bin super, super müde. Wir haben 1:30 nachts. Ich bin vor 3 Stunden erst aus dem Disneyland wiedergekommen. Hab nicht geschlafen, weil ich hier noch mich ein bisschen fresh gemacht habe und so. Aber egal, in diesem Video geht es ja um Griechenland. Ich fliege jetzt gleich, also um 5 Uhr geht der Flieger nach Kos. Wir fliegen von Köln. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie die Anreise war, wie es im Flugzeug verlaufen ist, wie es am Flughafen ist, wie es auch im Hotel ist, wie die Regelungen im Hotel sind. Und dann zeige ich euch natürlich auch in die nächsten Tage das Hotel. Es geht nämlich in den Robinson Daidalos auf Kos. Ja, jetzt warte ich noch auf meine Mutter. Die kommt um 2 und dann geht die Reise los. Wie gesagt, ich habe nicht geschlafen, ich werde gleich im Flieger ein bisschen schlafen. Ja, aber ich hoffe, ihr begleitet mich auf dieser Reise. So, wir haben eingecheckt. Unser Flieger steht da hinten. Lief alles reibungslos. Was ihr alles braucht für die Einreise, ist ein Einreiseformular für Griechenland. Das findet ihr online. Ich packe euch den Link unten gerne in die Infobox. Dann braucht ihr eine vollständige Impfung, die mindestens 2 Wochen her ist. Bei Johnson & Johnson sind es 28 Tage. Und, oder, wenn ihr das nicht habt, einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Und dann dürft ihr nach Griechenland reisen. Das ist die aktuelle Situation, die kann sich natürlich in den nächsten Tagen und Wochen wieder ändern. Deswegen immer beim Auswärtigen Amt vorbeischauen. Und wir steigen jetzt in den Flieger. Übrigens ist auch hier auf dem kompletten Flughafen Maskenpflicht. Also ihr müsst die Maske die ganze Zeit aufhaben und auch im Flugzeug. Außer ihr trinkt kurz was oder möchtet was essen. Gelandet, alles gut verlaufen. Ich habe die meiste Zeit verschlafen, war aber kein Wunder.
ich habe ja auch 22 Stunden nicht geschlafen. Roaming eingestellt. Ansonsten, ja, Maskenpflicht während des gesamten Fluges. Und ja, die Flugbegleiter machen ständig Ansagen, was man beachten muss bei der Einreise, auch bei der Rückreise. Dazu komme ich aber später nochmal. Und ja, also war okay mit Maske. Ich bin es ja gewöhnt, mit Maske länger die Maske anzuhaben. Also für mich war es kein Problem, während des Fluges die Maske anzubehalten. Und jetzt steigen wir aus. Das geht von Reihe zu Reihe. Also wir müssen warten, bis die hinteren Reihen ausgestiegen sind, bis wir dran sind. Also die Einreise verlief problemlos. Wir mussten nochmal den Impfausweis oder den negativen PCR-Test vorzeigen. Plus dieses Formular, was man vorher ausfüllen müsste. Auf jeden Fall den QR-Code. Genau, das haben sie beides kontrolliert. Ansonsten Gepäck kam auch super schnell. Und jetzt warten wir hier im Transferbus zum Hotel. Und ja, es sind schon 25 Grad, die Sonne scheint. Und ja, meine Müdigkeit geht langsam auch wieder weg. Vielleicht schaffen wir es noch zum Frühstück, mal sehen. Aber ja, bis gleich im Hotel. Ich gebe euch eine schnelle Roomtour hier aus dem Hotel, bevor es unordentlich wird. Genau, hier ist das Badezimmer. Es gibt einen Föhn. Da bin ich. Und ja, Dusche. Toilette. In separaten Zimmern, also mit separaten Türen. Dann gibt es hier einen begehbaren Kleiderschrank, der so das Licht angeht. Ist ja der Wahnsinn. Richtig cool. Ist auch der Safe. Ist genug Platz. Also ist richtig viel Platz. Dann geht's weiter. Ein großes, großes Doppelbett. Ein schöner Schwarm begrüßt uns. Hier gibt's eine kleine Couch, einen kleinen Fernseher und noch einen Spiegel. Also Spiegel hat man wirklich hier genug und wir haben eine ganz, ganz tolle Aussicht aufs Meer, aber da sitzen die anderen gerade, deswegen zeige ich euch das später. Hier noch die Aussicht aus unserem Balkon und ich finde sie wunderschön. Also die Weite, das Meer, es ist sehr ruhig, sehr viel Grün, sehr idyllisch, ich liebe es. Ich liebe es. Das war gerade ich. Mit meiner Hand. Wir sind jetzt hier am Strand. Ich hoffe, das Mikro hier kann den Wind ganz gut retuschieren, dass ihr mich auch versteht. Ja, wir genießen den Strand, das Wetter. Es ist sehr, sehr angenehm. Der Wind kühlt es ab und macht es nicht ganz so heiß. Also man kann hier echt den ganzen Tag verbringen. Zu den Regeln hier im Hotel. Es ist so, dass wenn man rumläuft, also vor allem im Gebäude, man die Maske tragen muss, also zum Restaurant, wenn man sich im Restaurant bewegt, im Buffetbereich, muss man die Maske tragen, zur Rezeption etc. Aber hier in den Außenanlagen am Pool, hier am Strand trägt keiner die Maske. Natürlich beim Essen dürft ihr die Maske auch ausziehen. Ja, es gibt überall Desinfektionsspender an den Ein- und Ausgängen zu den Restaurants und auch hier verteilt. Die Mitarbeiter hier sind super, super freundlich. Also das ist echt sehr, sehr, also faszinierend finde ich das. Also ich weiß, Mitarbeiter sind immer freundlich, aber hier irgendwie besonders freundlich. Ich war ja noch nie in einem Robinson-Club und hier wird man direkt geduzt. Das ist so normal bei einem Robinson-Club. Und ja, also wirklich alle sehr aufgeschlossen, freundlich, zuvorkommend. Ich zeige euch gleich noch ein paar Eindrücke hier aus dem Hotel. Wir gehen jetzt auch gleich hier am Strand gibt es ein Restaurant. Da kann man dann mittags was essen und auch Snacks am Nachmittag. Also ist ganz praktisch. Denn der Strand ist ein bisschen weiter entfernt, also das Hotel liegt auf einem Berg
Und normalerweise fährt ein Aufzug hoch und runter, aber der ist defekt, deswegen fährt zurzeit so ein kleiner Bus hoch und runter, der uns dann hier runterbringt, bringen kann und wieder hoch, weil es ist sehr, sehr hügelig, aber das seht ihr dann später noch in ein paar Eindrücken. Und wir gehen jetzt erstmal was essen. So, hier an der Station könnt ihr euch eure eigene Pokéball zusammenstellen und ich muss sagen, das feiere ich total. Ich liebe Pokéballs. Ihr stellt euch solche, also eine Base mit Reis und dann halt irgendwie Fisch oder Fleisch oder Tofu, ein bisschen Gemüse, Soße und dann noch ein Topping obendrauf. Und ich zeige euch jetzt mal, was man so alles auswählen kann. Dann gibt es hier eine Grillstation. Da wird frisches Fleisch und frischer Fisch gegrillt. Hier gibt es Spaghetti Bolognese. Und hier gibt es Döner. Dankeschön. Das Dessert darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, heute ist ja das Spiel Deutschland gegen Portugal und ihr seht, es wird ausgestrahlt. Da vorne, da ist auch noch ein Fernseher. Alle sitzen hier am Pool. Ja, einige haben sich ja auch was im Restaurant geholt zu essen. Kontermöglichkeit jetzt. Ja, es ist schon sehr, sehr dunkel geworden. Wir haben gerade zu Abend gegessen. Das Abendessen zeige ich euch in den nächsten Tagen nochmal. Das komplette Buffet, es war wirklich sehr, sehr lecker. Ich gebe euch auch demnächst noch eine komplette Hoteltour in einem Video. Aber das war erstmal unser Tag 1 hier in Kos im Robinson Daidalos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses etwas andere Video, ist halt ein Vlog gewesen aus meinem Urlaub hier. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert doch den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall wieder hier aus Griechenland.